Wir sind hier auf der B312, Höhe Bempflingen. Wir sind zum schweren Verkehrsunfall mit eingeklemmte Person alarmiert worden. Daher kommt die Feuerwehr Neckar Tenzlingen zur Überlandhilfe gleich mit. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeuges, das war ich, war der Rettungsdienst bzw. der organisatorische Leiter Rettungsdienst Emsfeld schon vor Ort, hatte eine Sichtung der Verletzten durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, es sind keine Personen eingeklemmt, drei jedoch schwerst verletzt. Die Feuerwehr Neckar Tenzlingen hat die Erstversorgung übernommen. Die Feuerwehr Bempflingen hat die Fahrzeuge stromlos gemacht und hat angefangen mit Abbinden der Betriebsstoffe. Wir bleiben jetzt in Bereitstellung, bis der Abschlepper kommt, sichern weiterhin den Brandschutz am Fahrzeug, streuen weiterhin die Unfallstelle dann ab, sobald die Fahrzeuge aufgenommen werden, und dann verlassen wir im Anschluss die Einsatzstelle. Es waren aus Bempflingen 15 Leute, zwei Fahrzeuge, und aus Neckar Tenzlingen schätzungsweise auch 15 Leute und zwei Fahrzeuge. Kann man eigentlich davon ausgehen, einmal jährlich ist hier auf der B312 ein schwerer Unfall. Ja. Ein mulmiges Gefühl, weil man ja nie weiß, was auf einen zukommt. Es war jetzt hier beruhigend, dass der organisatorische Leiter Rettungsdienst bereits vor Ort war und eine Sichtung durchgeführt hat. Das ist nicht die Regel, sage ich mal einfach, dass wir durch die Ortsnähe eigentlich immer der Erste dann sind. In dem Fall war es jetzt in Anführungszeichen eine entspanntere Lage. Ja, der Rettungsdienst wurde hier auf die B312 alarmiert, Höhe Bempflingen, zu einem Verkehrsunfall. Es war ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw gemeldet, und dementsprechend wurden dann ein Notarzt und zwei Rettungswagen alarmiert. Wir haben dann im weiteren Verlauf des Einsatzes noch einen dritten Rettungswagen hinzugezogen. Also es handelte sich tatsächlich um einen Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Es waren gesamt drei Personen schwer verletzt. Die wurden alle hier in die umliegenden Krankenhäuser und die Schockräume verteilt. Ein Patient wurde dann noch vom Notarzt begleitet. Glücklicherweise wurde bei dem Verkehrsunfall keine Person eingeklemmt oder lebensgefährlich verletzt. Also seitens des Rettungsdienstes war ein Notarzt hier im Einsatz, drei Rettungswagen und ich als Einsatzleiter. Ja, also speziell die B312, dieser Streckenabschnitt hier zwischen Neckar Tenzlingen und Metzingen. Hier kommt es sehr häufig zu Verkehrsunfällen. Von daher fahren wir hier auch relativ angespannt her, weil es hier auch sehr oft zu schweren Verkehrsunfällen kommt. Und sehr erfreulich ist es, dass es heute hier mal einigermaßen glimpflich ausgegangen ist.